danke schön. Ja, das kann ich gerne machen. Also mein Name ist Achim Beule. Eingeladen hat sie mich, glaube ich, auch aufgrund der Motivation, dass ich in Berlin bei Margret Rasfeld bei dem Kongress zu den Global Goals war und auch da etwas zu unserem Bildungsplan und der Leitperspektive Bildung für nachhaltige Entwicklung erzählt habe. Ja, welche Hüte habe ich auf? Heute bin ich hier als Mitarbeiter des Kultusministeriums, bin da zuständig für den Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung und werde auch in meinen Darstellungen mich sehr stark auf Bildung und Nachhaltigkeit beziehen. Ich bin nicht zuständig für die Lehrerbildung, das möchte ich an dieser Stelle sagen, obwohl ich in dem Bereich dann versuche, halt eben auch meine Akzente aus der Sichtweise der Bildung für nachhaltige Entwicklung zu nehmen. Einen zweiten Hut, den ich teilweise in Tagungen manchmal permanent wechseln muss, ist, dass ich gleichzeitig der Berichterstatter der Kultusministerkonferenz für den Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung bin und da dann sehr häufig halt eben auch Länderpositionen vertreten muss, die manchmal teilweise widersprüchlich zu dem sind, wie ich selber über bestimmte Dinge nachdenke. Aber so ist das manchmal in dem Job, dass ich dann austarieren muss, ne, zwischen meinen eigenen Vorstellungen auf der einen Seite und dem, welche Erwartungen ich in einer Rolle dann erfüllen muss. Das ist insofern ganz interessant, dass in gut einer Woche wahrscheinlich der nationale Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung verabschiedet wird, der sich unter anderem dann auch mit der Kompetenzentwicklung von Lehrenden und Multiplikatoren beschäftigt. Ja, Silke hat mir Folgendes als Hausaufgabe mitgegeben. Ich soll etwas zu den globalen Herausforderungen an die Lehrerbildung und mögliche Antworten geben. Ich will gar nicht über die Antworten sprechen, sondern ich möchte Ihnen vielleicht heute einen kleinen Einblick dazu geben, was wird gerade aktuell diskutiert, wo sind wir, dann aber auch mal ein Stück auf einen Blick auf die Realität werfen. Wo sind wir denn eigentlich? Also wo ist der Herr Emrich, wenn ich hier diesen wunderbaren, also den Lernort sehe oder auch hier einen Tempelort, wo der Nachhaltigkeit ein Stück weit gelebt wird oder real gelebt als Reallabor, wie weit sind wir denn tatsächlich in der Lehrerbildung und was müsste eigentlich alles noch verändert werden, damit wir dann vielleicht auch gerade diese Aspekte alle berücksichtigen können? Ja, globalen Herausforderungen möchte ich gar nichts großartig zu sagen. Ich meine, diese 17 Ziele dokumentieren das, denke ich mal, ganz eindrücklich. Margret Rasfeld wird vermutlich gestern auch schon darüber gesprochen haben. Die beschreiben letztendlich 17 Handlungsfelder, untersetzt mit fast 200 Unterzielen, wo wir eigentlich, sagen wir mal, Beiträge leisten müssten, um einen transformativen Prozess hinzubekommen in Richtung mehr Nachhaltigkeit, eine Riesenherausforderung. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass das leider immer noch nicht angekommen ist, dass wir tatsächlich dieses Bewusstsein haben, dass wir uns dieser Transformation wirklich auch in aller Konsequenz öffnen müssen. Zumindest kann ich das für das Bildungsziel 4 deutlich sagen. Da ist die Zurückhaltung in den Bildungsministerien in der Bundesrepublik doch sehr groß, die auch diese 17 Ziele eher als Ziele sehen, die für Entwicklungsländer eine Relevanz haben. Gleichwohl wissen wir ja, dass das ein Papier ist, die globalen Nachhaltigkeitsziele, die sowohl die Entwicklungs- als auch die Schwellenländer und auch die sogenannten Industrie- oder wie man es auch nennen möchte, Länder betrifft, also alle gleichermaßen und sich da auch die Frage zu stellen, was müssen wir da im Bildungsbereich machen. Ein zentrales Ziel ist das Ziel 4 und man kann es, wir haben es schon mitgekriegt, wird ein bisschen schwierig sein, es zu lesen, aber auch nochmal deutlich ist, in einem Satz wird formuliert, also es geht um inklusive, es geht um gerechte und es geht um hochwertige Bildung. Da kann man drüber streiten, was ist hochwertige Bildung, was verstehen wir darunter. Soll gewährleistet werden und es geht halt eben auch um einen lebenslangen Lernprozess. Und wenn ich mir dann auch die Bildungspolitik hier in Baden-Württemberg anschaue, denke ich mal, haben wir da an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch Handlungsbedarf, wo wir sagen können, auch dieses Ziel gilt für uns, wie wir dieses entsprechend umsetzen können. Mein Schwerpunkt liegt in dem Unterziel 4.7
Und da geht es natürlich einmal um Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wenn man jetzt dreist ist, könnte man sagen, also alle Ziele, die da, alle Unterpunkte, die dort genannt sind, haben etwas mit nachhaltiger Entwicklung zu tun. Ist Bildung für nachhaltige Entwicklung, ist so ein bisschen Sammelsurium, das wahrscheinlich dann auch den unterschiedlichen Interessenlagen geschuldet ist. So ganz deutlich wird es, wenn es um World Citizenship geht. Mir ist manchmal nicht ganz klar, wo da der Unterschied zum Thema von Bildung für nachhaltige Entwicklung ist. Ist aber auch egal. Letztendlich ist die Orientierung eine gleiche. Das wird in Deutschland gerade umgesetzt im Rahmen des Weltaktionsprogramms Bildung für nachhaltige Entwicklung, in dem ich ziemlich aktiv mit eingebunden bin, in dem ich das Fachforum Schule leite, in dem wir mit zivilgesellschaftlichen Organisationen eine Reihe von Vorschlägen erarbeitet haben, was notwendig wäre, um Bildung für nachhaltige Entwicklung im Bildungssystem zu verankern. Und das ist eine riesen Herausforderung gewesen in der Form, dass da finde ich mich auch wieder bei Ihnen, auf der einen Seite diese Kreativität von einer Gruppe von circa 18 Personen aus der Zivilgesellschaft, von Greenpeace über Universitätsprofessoren, Ute Stoltenberg, die das Bildungssystem revolutionieren will, bis zu uns Ländervertretern, die wir sagen, halt langsam mit Revolutionen, sondern wir müssen es vielleicht anders auf den Weg bringen. Sehr spannend, und dann auf der anderen Seite Abstimmungsprozesse, die ich in den letzten Monaten durchgeführt habe, dass im Rahmen des Föderalismus alle Bundesländer dieses Papier auch mitzeichnen. Oder bei uns heißt das dann, es war jetzt gerade letzte Woche, die Kultusministerkonferenz hat die Empfehlungen für den Bereich Schule, berufliche Bildung und Hochschule zustimmend zur Kenntnis genommen. Das heißt es. Ja, das Papier, das entstehen wird, hat einen empfehlenden Charakter. Ja, ich empfehle Ihnen, das zu tun. Ja, ob Sie es tun, ist dann Ihre Sache. Also, Sie merken schon auch so ein bisschen Ironie dabei, dass da zwischen dem, und das ist vielleicht auch dieser Punkt, da ich aus dem anderen, sagen wir, aus einer anderen Systematik jetzt spreche, also Bildungsverwaltung, so an der Schnittstelle jetzt auch gerade zwischen Politik und dann so strukturgebenden Aspekten dann mit der Schulverwaltung dann auf der Ebene der Regierungspräsidien oder der Schulämter arbeiten muss. Das ist eine schwierige Nummer, und da sind, sag ich mal, so diese Bewusstseinsprozesse noch gar nicht so ausgereift, dass vielleicht bestimmte Dinge notwendig sind. Ja, worum geht es bei Bildung für nachhaltige Entwicklung? Im Prinzip, also informierte Entscheidungen treffen, verantwortungsbewusst handeln für aktuelle und zukünftige Generationen. Das ist das, was Sie eben beschrieben haben, so diese rationale Ebene. Ne? Kulturelle Vielfalt zu respektieren, lebenslanger Lernprozess, es geht um ganzheitliche, transformative Bildung, Lerninhalte stehen im Mittelpunkt, Lernergebnisse, aber auch die Lernumgebung, und Zweck ist Transformation der Gesellschaft. Ja. Also, Riesen Herausforderung. Kleine Empfehlung, ein Buch, Wir können uns ändern, von Felix Eckert. Der kommt nämlich auch auf Bildung zu sprechen, und der formuliert an einer Stelle, er sagt, Bildung wird per se immer in diesem Bereich so eine Schlüsselfunktion zugewiesen. Und dann aber immer nur diesen Wissensaspekt von Bildung. Und viel spannender ist es, uns sich mal Gedanken zu machen, warum funktioniert es denn nicht? Also sich damit auseinander zu beschäftigen, nicht zu erklären, warum wir uns damit beschäftigen müssen, sondern eher die Frage zu klären, warum funktioniert es nicht? Wo sind die Hemmnisse? Was hindert uns daran? Und da könnte ich jetzt auf politischer Ebene einiges sagen, was da gemacht werden müsste. Also das ist manchmal vielleicht auch eine Überforderung von Bildung. Das brauchen Sie nicht lesen, das können wir nachher auch vielleicht in dem Workshop noch besprechen. Die Frage, was müssen eigentlich, oder wir haben im Rahmen von Bildung für nachhaltige Entwicklung immer schon relativ, also seit Gerhard T. Hahn oder auch zuvor schon, haben wir immer sehr schnell formuliert, was müssen eigentlich Kinder und Jugendliche wissen? Was müssen Kinder und Jugendliche wissen? Wir haben uns aber nie Gedanken darüber gemacht, was müssen eigentlich Lehrkräfte können, um dieses umzusetzen. Jetzt gibt es eine Reihe von Überlegungen. Hier sind 10 oder 12
Formulierungen des Netzwerks Lena, das ist ein deutschsprachiges Netzwerk von Ute Stoltenberg in Lüneburg gegründet. Die haben sich genau zu dem Thema Gedanken drüber gemacht. Ich nehm vielleicht nur mal ein Beispiel. Also durch Erfahrung mit Beispielen gelingende Praxis, Motivation für die Arbeit mit dem Konzept für Bildung für nachhaltige Entwicklung aufbringen. Also gelebte Praxis, also was weiß ich, auch hier mal ins Ökodorf zu kommen, um diese Praxis dann auch im Rahmen eines Reallabors mal zu erleben. Und so gibt es viele, viele Dinge. Ich stelle Ihnen das auch zur Verfügung, dann können Sie sich das mal näher anschauen. Mir geht es jetzt nochmal darum, also die Ideen gibt es, wie Lehrerbildung auch aussehen muss, aber wie sieht es denn in der Realität aus? Und da springen wir mal auf einen Punkt. Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland, das mal gewagt hat, mal nachzufragen, wie ist denn Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Hochschulen in Baden-Württemberg verankert. Das Ergebnis, schreibe mal oben drüber, ernüchternd, aber nicht unerwartet. Was passiert? Was haben wir festgestellt? Es ist genau die gleiche Situation wie in Schulen, genau die gleiche Situation wie in Seminaren. Das heißt, dieser ganze Themenbereich, dieser ganze Bildungsbereich ist in den Hochschulen in Baden-Württemberg nicht wirklich strukturell und substanziell verankert, sondern es hängt von einzelnen engagierten Professoren ab, ja, von Hochschulmitarbeitern, die dieses Thema zum Thema machen. Das ist in der Schule so, das ist in den Seminaren so. Und es fehlt da an Vorgaben, dieses in Strukturen einzubinden. Und das sind nur ein paar Beispiele, die im Rahmen einer Untersuchung von der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg um Alexander Siegmund vorgenommen worden sind. Also es gibt bestimmte Fächer, in denen es stärker verankert ist. Sie werden nicht überrascht sein, dass Geografie sich damit beschäftigt, dass die Biologie sich damit beschäftigt. Ja, dieses Bewusstsein ist schon da, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, aber man tut es nicht. Es wird teilweise als Add-on verstanden. Also jetzt müssen wir das auch noch zusätzlich machen und versteht gar nicht, dass da vielleicht auch ein Paradigmawechsel drin steckt, Bildung oder das, was ich tue, auch vielleicht anders zu sehen und anders zu interpretieren und dementsprechend auch meine Veranstaltungen an der Hochschule zu verändern. Und für Baden-Württemberg, das kann in anderen Bundesländern halt nicht sein, weil die andere Strukturen haben. Aber auffällig ist schon, dass das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung oder Global Goals in den pädagogischen Hochschulen, also für den Bereich der Grundschule bis Ende der Sekundarstufe 1, Gymnasialausbildung ist an den Universitäten, genauso wie die berufliche Bildung, stärker verankert ist. Das ist jetzt eher so dieser negative Blick und ich glaube, das ist in der Bundesrepublik überall so. Dennoch gibt es erste Befunde eines Monitoringsberichts auf Bundesebene von Gerhard Dehan, die sagen, Baden-Württemberg ist schon wieder eine Ausnahme. Gerade die drei Hochschulen, Heidelberg, Freiburg und Ludwigsburg, die die meisten Lehrkräfte ausbilden, haben Bildung für nachhaltige Entwicklung am stärksten in ihre Lernprogramme eingebunden. Also das ist schon mal sehr, sehr positiv. Aber auch da gibt es noch jede Menge Handlungsbedarf. Ich habe eben schon davon gesprochen, was wünscht man sich denn? Und das ist danach mache ich dann Schluss. Was wünscht man sich denn? Man wünscht sich so einen Leuchtturm. Man wünscht sich so ein Ökodorf. Auch als Professur. Also man möchte gerne auch eine Professur haben zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, an der man sich auch so ein Stück weit ausrichten kann. Jetzt hat Heidelberg schon einen UNESCO-Chair bekommen, aber da in der Richtung. Es geht um Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrende. Und zwar nicht um den Herrn Professor. Die brauchen wir nicht. Obwohl der eine oder andere es auch gebrauchen könnte. Aber da wollen wir, sagen wir mal, die lassen wir dann außen vor. Spannender ist da eher an den Mittelbau zu denken. Also gerade die Kollegen, die auf der Suche sind, sich noch positionieren, noch Karriere an den Universitäten und Hochschulen machen wollen, für die Fortbildungsangebote anzubieten in diesem Bereich. Netzwerke und Kooperationen, wir haben in Baden-Württemberg ein Hochschulnetzwerk aufgebaut. Das hat in den letzten fünf Jahren
sehr gute Früchte getragen, weil ein Austausch stattgefunden hat. Als ich angefangen habe mit der Thematik, kannte ich genau zwei Professoren, die sich in Baden-Württemberg mit dem Thema beschäftigt haben. Mittlerweile haben wir hochschulübergreifend, weiß ich nicht, 50, wo ich sagen kann, also in jeder Hochschule könnte ich eigentlich jemanden benennen, der sich mit dem Thema nachhaltige Entwicklung beschäftigt. Also da sind wir schon Schritte weitergekommen. Förderung der Lehre, also auch gerade im Bereich von Bildung für nachhaltige Entwicklung zu forschen, Forschungsaufträge zu vergeben, um zu gucken, wie wirkt denn auch Bildung für nachhaltige Entwicklung? Wir sind nämlich im Moment immer noch in der Situation, dass wir auch immer nur behaupten oder dass wir aus dem Bauch heraus formulieren können, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung oder die Auseinandersetzung mit den Global Goals in der Pädagogik eine positive Auswirkung auf die Schülerinnen und Schüler hat. Nachweisen können wir es in der Regel selten. Es gibt hier in Baden-Württemberg Werner Ries, der solche Studien durchführt. Und als letztes dann die Rolle der Studierenden noch stärker mit zu berücksichtigen, also diesen Aspekt der Partizipation. Einige dieser Punkte haben wir auf Bundesebene aufgenommen und werden versuchen, das im Rahmen des nationalen Aktionsplans anzubieten. Und jetzt komme ich wieder an den Punkt, den ich eben schon gesagt habe. Es werden Empfehlungen sein, die sich an die Länder gerichtet sind, die Hoheit im Bereich der Bildung haben. Das heißt also, wie können Dinge dann im Bereich der Hochschule, im Bereich der Lehrerbildung dann tatsächlich auch umgesetzt werden? Bei der Hochschule, das wissen Sie auch, da kommt noch ein anderes Stichwort dazu, da heißt es dann Hochschulautonomie. Das ist dann so die zweite große Schwierigkeit, die wir haben. Aber ich glaube, wir sind auf dem Weg, das in die Lehrerbildung zu bekommen, aber wir sind am Anfang und haben da, glaube ich, noch einiges vor uns, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung tatsächlich ein Bestandteil in der ersten Phase der Lehrerbildung wird und in der zweiten Phase, wobei ich für die zweite Phase aufgrund der Erfahrung hier im Land im Moment sehr optimistisch bin, weil ich da eine große Veränderungsdynamik spüre, dass halt eben dort in den Seminaren sehr intensiv an dem Thema gearbeitet wird. Nicht an jedem, aber an vielen, im Vergleich auch zu anderen Bundesländern kann man das sagen. Und diese Kollegen dann irgendwann auch mal in die Schule kommen und dann halt eben auch genau das umsetzen und dann auch den Mut haben, die Freiräume, die die Schule trotz aller Vorgaben immer noch hat, halt eben auch entsprechend zu nutzen. Und ich glaube, die muss man, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, muss man diesen Weg gehen. Und ich habe heute Morgen ganz kurz mit Margret gesprochen. Ich glaube, das muss man, um Veränderungsprozesse auch an Schulen auf den Weg zu bringen. Man fängt an, man sucht Verbündete, findet dann vielleicht auch einen engagierten Schulleiter, der es ermöglicht und dann hilft das in der Summe dazu beizutragen. Also ich denke mal, trotz über 10 Jahren UN-Dekade und Weltaktionsprogramm sind wir immer noch am Anfang, aber es wurde gute Vorarbeit geleistet. Alles andere vertiefend oder auch die Beispiele dann später dann im Workshop. Vielen Dank.